Vielfältige Speisen und Köstlichkeiten rund um die Uhr. Dafür steht das Premium alles inklusive Angebot auf der Mein Schiff Flotte. Dabei leider unvermeidbar Lebensmittelabfälle. Doch die Menge soll reduziert werden. Seit Ende vergangenen Jahres geht TUI Cruises gemeinsam mit dem Verein United Against Waste dagegen vor. Gregor Reimann, Food Waste Experte, ging dafür dreimal an Bord der Mein Schiff 4 und hat die Lebensmittelabfälle gewogen. So konnte er Vergleiche ziehen, Schwachstellen identifizieren und zusammen mit TUI Cruises nützliche Maßnahmen auf den Weg bringen. Man sieht jetzt hier diese kleinen Schalen, da sind halt nur noch so 1,5 Kilo drin. Und vorher gab es die großen, da waren so 4-5 Kilo drin. Und man muss halt von den Health-Regeln einfach die Sachen nachher wegschmeißen. Das geht nicht anders auf dem Schiff, weil hier einfach die Gefahren zu groß sind. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr viel gebracht hat. Trotz strenger Hygienemaßnahmen an Bord. Mit vielen kleinen Maßnahmen konnte TUI Cruises bereits große Erfolge erzielen. Alleine im Buffet-Restaurant Ankemannsplatz wurden 20% Lebensmittelabfälle eingespart. Die Ergebnisse für die letzte Messung stehen noch aus. Erste Tendenzen sind jedoch vielversprechend. Gemeinsam mit der Crew an Bord. Um die Lebensmittelabfälle zu reduzieren, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten wichtig. Nur so kann das auf 2 Jahre angelegte Projekt erfolgreich sein. Ja, ich habe den Müll zur Verfügung gestellt und Gregor hat ihn gewogen. Im kommenden Jahr werden die Maßnahmen flottenweit eingeführt. Die finalen Ergebnisse wird TUI Cruises der gesamten Kreuzfahrtbranche zur Verfügung stellen.